Bereits ein Punktgewinn reicht. Aue würde die rote Laterne an Meppen überreichen, die gestern ja gegen Wiesbaden zu Hause 3-0 verloren haben. Das wird dem FC Erzgebirge und Trainer Carsten Müller sicher nicht verborgen geblieben sein. Kommen wir zum Personal. Nazarov zuletzt ja nicht in der Startelf, gesperrt mit der fünften Gelben. Jonjic verletzt, genau wie Barilla. Interimscoach Carsten Müller beginnt hier gegen Viktoria, genauso wie er gegen Elversberg begonnen hatte. Da freute sich die Mannschaft vor allem über die unzweifelhafte Unterstützung ihrer Fans, die auch heute hier im Kölner Sportpark Höhenberg vorhanden ist. Aue im traditionellen Lila von links nach rechts. Viktoria ganz in Weiß, zuletzt mit einem Sieg in Ingolstadt erfolgreich. Und jetzt kommt Stefaniak, der hat da viel Platz. Stefaniak mit dem ersten Achtungszeichen. Schöner Schuss, geht etwas übers Tor, voll im Tor von Viktoria Köln. Braucht da nicht eingreifen, lag aber gut und setzt ein erstes Zeichen. Carsten Müller, der Trainer, zufrieden. Kölner Trainer zufrieden. Was macht Viktoria? Sie werden im Spielaufbau zunächst hoch angegriffen. Allerdings befreien sie sich auch gut und haben auf der rechten Seite einen starken Flankengeber. Konkiewicz mit der Hereingabe, Handle, den kennt man auch gut in Aue, mit der Direktabnahme. Der lag ebenfalls nicht schlecht, also auf beiden Seiten erst einmal ein Achtungszeichen. Ging gut los hier in Köln. Das ist Besson. Schön durchgesteckt auf Stefaniak, Außennetz. War eine knappe Entscheidung, wäre am Ende auch abseits gewesen, entscheidet Assistent Manuel Bergmann. Treffer hätte nicht gezählt. Guter Anfang von beiden Teams, dann ein bisschen Leerlauf. Köln mit ruhigem Spielaufbau. Wieder über die rechte Seite. Spiel läuft weiter und die nächste Gelegenheit, die kein Problem für Mennel darstellt. André Becker, der Absender, per Kopf. Mennel ohne Probleme. Partie nimmt Fahrt auf, immer wieder über die rechte Seite. Koronkiewicz in der Mitte, fast das gleiche Duell wie eben gerade. Doch diesmal muss Mennel ein bisschen mehr Können zeigen. Meißner eröffnet über rechts. Und das hatten sie jetzt schon ein paar Mal. Thiel läuft da hinterher. Und der Kopfball lag richtig, richtig gut. Aber Mennel mit ganz viel Erfahrung kratzt er den Ball aus der Ecke. Minuten vorbei. Aue braucht mal wieder ein Lebenszeichen. Über die linke Seite geht da mal ein bisschen die Post ab. Stefaniak eingesetzt von Sikora. Immer noch Stefaniak. Stefaniak! Die Torhüter im Mittelpunkt bei den vielen Angriffsaktionen auf beiden Seiten. Schuss lag gut, war schwer zu sehen für Voll, aber er hält ihn richtig klasse. Wieder das gleiche Muster, wieder über die rechte Seite bei Viktoria Köln. Koronkiewicz. Danov lässt passieren. Nächste Chance für Köln. Philipp und Mennel. Richtig starke Aktion von beiden. Handle auf die rechte Seite. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und dann Koronkiewicz schneller als Sikora. Danov lässt passieren. Er wird dann noch mal heiß. Und richtig starke Parade von Mennel. Der Druck der Kölner, er nimmt zu. Handle und Mennel verschätzt sich. Passiert ihm selten, aber es blieb ohne Folgen. Martin Mennel, Kapitän und Schlussmann bei den Veilchen. Handle wird gefoult von Thiel und diese Aktion hat Folgen für den Auer.
Er bekommt die 5. gelbe Karte, ist damit gesperrt am Dienstag im Spiel zu Hause gegen den MSV Duisburg. Freistoß, ähnliche Situation wie gerade, diesmal aber Philipp bei der Ausführung. Und nächste gute Chance von Becker. Da war aber die Hand im Spiel und der Treffer hätte aller Wahrscheinlichkeit nicht gezählt, weil im Hintergrund sieht man den Schiedsrichter Lars Erbst, der das Handspiel erkannt hätte, aber dann auf Vorteil entschieden hat. Aus dem Auer Gegenangriff wurde dann allerdings nichts. 0:0 zur Pause und ein kleiner Deutschkurs für alle, die hier genau hingeschaut haben. Es heißt Erzgebirger und nicht Erzgebirgler. Baumgart für Thiel, das der Wechsel, mit dem Carsten Müller nochmal Schwung reinbringen will. Thiel ja gelb vorverwarnt, hat zudem noch eine kleine Beule aus der ersten Halbzeit mit in die Kabine genommen. Also Baumgart jetzt auf der rechten Angriffsseite. Jetzt aber mal über links, Tasci und Besong mit einem schlechten ersten Kontakt hätte den Ball viel besser verwerten können. Schöne Reingabe und hier schlecht mitgenommen. Gute Chance für Aue. Vertan. Aue mit einem starken Beginn zur zweiten Halbzeit. Besong immer wieder unterwegs. Schräg verliert den Ball. Schön gemacht von Meißner. Ganze rechte Seite bei Aue unbesetzt. Meißner gegen Chicora und Nkansa klärt sicher zur Ecke. Da muss Aue aufpassen. Die Umschaltmomente, die liebt Viktoria wie nichts anderes. Philipp mit dem Eckball und da wird gehalten, da wird geschoben von Tasci und da regt sich Jamil Siebert auf, zu Recht. Naja, ich glaube, beide probieren sich da im griechisch-römischen Stil. Null zu null, nach wie vor der Spielstand. Olaf Jansen, vielen ja auch bekannt noch als Trainer von Dynamo Dresden, seit knapp 2 Jahren hier bei Viktoria Köln, hat seine Mannschaft vorgewarnt. Aue spielt nicht wie ein Tabellenletzter. Das ist Schreck, der ist schnell. Links Stefaniak, in der Mitte Besong. Gute Strafraumbesetzung, Stefaniak. Besong verpasst. Wenn Aue die Konter besser ausspielen würde, ja, dann wäre sicherlich noch mehr möglich in diesen Umschaltmomenten. Jetzt wieder die Viktoria. Schräg steigt da hart ein gegen Siebert. Und Schiedsrichter Lars Erbst ergreift sich hinten an die Tasche. Und das bedeutet nichts Gutes für Schräg. Denn er zeigt rot. 62. Spielminute. Ja, das kann man sicherlich so vertreten. Das Bein von Schreck. Er wollte sicherlich nicht faul spielen. Aber etwas zu hoch. Somit Aue nach gut einer Stunde jetzt mit einem Mann weniger auf dem Feld. Besong ging dann runter. Carsten Müller musste sich etwas einfallen lassen. Es kam Gorzel in die Partie. Freistoß. Gleich im Anschluss dieser Szene. Kopfballablage und dann ist es Gregor mit der richtig guten Schusschance. Schön abgesetzt nach hinten. Aber Männel steht hinten sein einen Mann. Baumgart mit Ballverlust. Aue jetzt unsortiert. Und ganz rechts, da steht Strehle und da steht Becker. Es steht 1:0 für Viktoria Köln. Wie bitter ist das für den FC Erzgebirge?
Ballverlust in der Kölner Hälfte, eiskalt ausgenutzt von Viktoria. Und so freut sich Olaf Jansen über den Führungstreffer seiner Kölner hier. Baumgart mit dem Ballverlust und dann machen sie es richtig, richtig gut, nutzen Platz und die Gelegenheit. Steele scheitert zunächst an Mennel, aber dann ist André Becker da. Drittes Saisontor, 10 Minuten nach der roten Karte für Auer. Wie sieht jetzt das Konzept des FC Erzgebirge aus? Sie brauchen einen Punkt, um vom letzten Tabellenplatz runterzukommen. Handle. Aue kann das zunächst klären, aber das wird noch mal gefährlich. Und der Schuss, jetzt wird Handspiel reklamiert. Der Schuss von Marseiler, aufgehalten von Taffertshofer mit der Hand. Schauen wir noch mal hin. Es gibt Strafstoß gegen den FC Erzgebirge. Marseiler und jetzt, ja, Handspiel in diesen Tagen. Also, da erlebt man viele Entscheidungen. Lars Erbst hat so entschieden. Die Chance für Koronkiewicz. 2:0. Er lässt Mennel im Tor. Der Veitchen keine Chance. Schiebt einen rechts unten. Es ist so etwas wie eine Vorentscheidung in dieser Partie. Viertes Saisontor. 75. Minute, nur 3 Minuten nach dem Führungstreffer geht Viktoria Köln hier mit 2 Toren in Führung und bleibt weiter spielbestimmend. Der Schuss kam von Marseiler. Nochmal Wechsel bei Aue. Knežević und Jastremski rein. Danov und Taski gehen raus. 2 Tore aufzuholen, das wird natürlich in Unterzahl ein ganz, ganz schweres Unterfangen. Aber sie geben die Hoffnung nicht auf und das ist sicherlich ein moralischer Pluspunkt für die Auer. Sikora setzt dann nochmal nach. Taffertshofer. Und Baumgart, kein Problem für Ben Alexander, voll im Tor von Viktoria Köln. Mennel nochmal mit einem langen Ball. 90. Minute ist schon durch. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Aue probiert einfach alles, aber sie verlieren den Ball und jetzt geht der Konter ab. Viktoria mit der Chance zum 3:0. Abseits, nein, 3:0, ja. 90 plus 1, Kevin Lenkfort mit der Entscheidung. Erstes Saisontor für ihn. Schauen wir noch mal abseits. Boah, schwer zu entscheiden. Baumgart ist da auch dann noch mit dem Knie dran. Ist das ein Ball, der dann vom Gegner kommt? Egal. 3:0. Ein sehr deutliches Ergebnis, was in dieser Höhe sicherlich zu hoch erscheint, aber es nützt nichts. Der FC Erzgebirge Aue verliert am Ende diese Partie mit 3:0 bei Viktoria Köln. Wir wollten unbedingt heute hier was mitnehmen, auch noch mit einem Mann weniger. Und ja, dass das Ergebnis am Ende 0:3 ausfällt, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, drauf geschissen. Ja? Also natürlich ist immer als Torwart auch scheiße, hinter sich greifen zu müssen, aber das hat keine Rolle mehr gespielt. Wir wollten noch mal ein Spiel zurückfinden und jetzt ist es natürlich umso bitterer, dass wir jetzt ja, mit Lerntaschen dann noch nach Hause fahren müssen. Ist natürlich, wenn man dann in der 62. dann einen Spieler verliert auf dem Platz, in Unterzahl weiterspielen muss, dann kommt auch noch so ein Hand-Foul-Elfmeter dazu. Sind das so Sachen, dann weiß man genau, jetzt läuft wirklich auch gar nichts mehr zusammen, da können wir jetzt nicht mehr viel retten. Ja, das ist sicherlich dann auch schwieriger wird, das ist klar. Die Frage ist halt für mich,
wie der Schiedsrichter diese Situation, die zu diesen Karten und zu diesem Tor geführt hat, auch letztendlich bewertet. Und ich würde einfach mal sagen, da soll sich jeder selbst ein Bild machen für unseren. Falsch bewertet? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich habe die Szene jetzt so in der Form auch noch nicht genau mir angeschaut. Aber es ist natürlich schon so, wenn du die rote Karte bekommst, wenn du dann ein Gegentor bekommst, dass es die Sache nicht einfacher macht. Da müssen wir sicherlich auch gucken, wie können wir davor vielleicht auch selbst in Führung gehen. Die Möglichkeiten hatten wir auch. Nichtsdestotrotz ist es heute ein absolut gebrauchter Tag. Ja, wir müssen uns schnell sammeln, weil wir am Dienstag halt schon das nächste Spiel haben. Ja. Dann heißt der Gegner Duisburg. Immerhin Nazarov kehrt nach Gelbsperre wieder zurück. Dafür aber fallen Thiel mit der 5. gelben und Schreck nach der heutigen roten Karte aus.